Also man muss sich mal vorstellen, jeder Bürger hätte sein eigenes Punktekonto und Pluspunkte kann man beispielsweise sammeln, indem man nett zu seinen Nachbarn ist und häufig seine Eltern besucht. Minuspunkte dagegen beispielsweise gibt es, wenn man sich nicht an Verkehrsregeln hält. Ja, das gibt es ja schon so ähnlich bei uns. Wer dann nicht in die Kategorie A, guter Mensch, gehört, kommt auf die schwarze Liste und könnte unter anderem Schwierigkeiten bei der Wohnungssuche bekommen. Hört sich an wie ein schlechter Scherz, ist in China aber Realität. Big Data und Big Brother führen dort zu Massenüberwachung schlechthin. Wie das genau funktioniert, ob die Regierung ihre Bürger damit tatsächlich erziehen kann und was die Chinesen davon halten, jetzt bei Klicks und Science and Fiction. Hier gibt es jeden Tag faszinierende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Ja, und danke für den spannenden Vorschlag bei WhatsApp. Da bekommt ihr täglich die Videos früher als auf YouTube. Der Link dazu ist in der Videobeschreibung. Derzeit laufen erst einmal mehr als 40 Pilotprojekte in China, aber bis 2020 soll das weltweit beispiellose Sozialkreditsystem flächendeckend eingeführt werden. Konkret handelt es sich dabei tatsächlich um ein digitales Punktekonto. Hier werden die guten von den schlechten Bürgern unterschieden und das digitale Führungskonto hat weitreichende Konsequenzen für jeden Einzelnen. Haltet euch fest, denn jetzt zitiere ich mal das Ziel des ganzen Vorhabens, das im Regierungsplan festgehalten ist. Die Vertrauenswürdigen sollen frei unter dem Himmel umherziehen können, während es den in Verruf geratenen schwer gemacht wird, einen einzigen Schritt zu tun. Oh je, noch mehr in die Privatsphäre eines Menschen eindringen geht schon fast gar nicht mehr. Ab 1000 gesammelten Pluspunkten gehört man zu den guten Bürgern, die sich nichts zu Schulden kommen haben lassen. Aber wie bekommt man als Chinese oder Chinesin Pluspunkte? Beispielsweise, indem man anstandslos seine Rechnung zahlt, politisch nicht auffällt und sich auch immer im Straßenverkehr an die Regeln hält. Auch das Verhalten im Netz und in Social-Media-Netzwerken wird beobachtet und bewertet. In einigen Regionen wird sogar überwacht, ob man regelmäßig seine Eltern besucht und ob man ihnen finanziell unter die Arme greift oder aber zumindest im Haushalt hilft. Erfasst werden sollen alle über 18 Jahre, die dann alle auch mit Stufe A, also 1000 Punkten, starten. Die Behörden erfassen, ob man sich beispielsweise in der freiwilligen Arbeit engagiert, ob man spendet oder ob man festgenommen wird. Wenn man beispielsweise 1000 Yuan für einen guten Zweck spendet, gibt es 5 Punkte obendrauf. Wenn man eine Auszeichnung von der Stadt bekommt, ganze 30 Pluspunkte. Und das kann sich rentieren, denn wer den Höchststand von 1300 Punkten auf seinem Konto verbucht, bekommt Rabatte. Beispielsweise auf die Wasserrechnung, die zu zahlen sind. Dann hat man natürlich auch die besten Chancen, befördert zu werden, beziehungsweise überhaupt einen Job zu bekommen. Und na klar, wollen auch manche Schwiegerväter das Punktekonto des potenziellen Partners ihrer Tochter kennen. Wer dagegen auf Stufe C mit nur noch 600 Punkten absackt oder gar darunter ist, bekommt nur schwer eine Wohnung oder einen Kredit. Schon jetzt stehen Millionen von Chinesen auf der schwarzen Liste, weil sie vom System für ihre Sünden bestraft werden und so zur Strafe beispielsweise keine Flüge oder Züge mehr buchen können. Quasi Hausarrest oder eine abgeschwächte Form des Gefängnisses. Ein kleines bisschen erinnert das an die Schufa in Deutschland, doch die gibt ja nur Auskunft über die finanzielle Situation eines Menschen und nicht seine moralische, private und polizeiliche Vorgeschichte. Und nicht nur als Privatperson wird man in China bewertet, sondern auch als Unternehmen. Um Zuschläge für öffentliche Aufträge zu bekommen, muss man erst einmal das Punktekonto der Firma vorlegen. Die meisten Chinesinnen und Chinesen nehmen es einfach hin oder sie müssen es in dem Überwachungsstaat hinnehmen. Und viele sehen aber auch die Vorteile. Das System ermutige einen nur noch mehr dazu, gute Dinge zu tun. Und schließlich werde so auch die Sicherheit in den Städten gewährleistet. Zudem könne man so gut erkennen, ob der Gegenüber ein guter oder schlechter sei. Dazu muss man aber auch sagen, dass die Chinesen quasi mit solchen Ideen groß geworden sind. Im Kommunismus gab es für jeden eine Akte, in der die politische Haltung, Regelverstöße und private Infos aufgeführt waren. Zudem ist die öffentliche Überwachung in China schon seit längerer Zeit viel krasser ausgeprägt, als wir es hier in Deutschland kennen. Etwa 180 Millionen Überwachungskameras sind im ganzen Land verteilt. 2020 sollen es an die 600 Millionen sein. Integriert darin sind natürlich Gesichtserkennungsprogramme. Und so konnte erst vor kurzem ein von den Behörden gesuchter Mann zwischen 60.000 anderen Zuschauern und Zuschauerinnen in einem riesigen Stadion festgenommen werden. Büros und Studentenwohnheime betritt man mittlerweile nur noch via Gesichtserkennung. Und in einzelnen Restaurants kann man mittlerweile mittels Gesichtserkennung bezahlen. Auf öffentlichen Toiletten gibt es pro Gesicht 60 cm Klopapier, mehr aber nicht. Zu den Kameras kommt der gewaltige Datenpool des Internets, das mehr als 770 Millionen Chinesen nutzen. Zudem
Außerdem wird viel bargeldlos bezahlt und so kommen Big Data und Big Brother zusammen. Alibaba, Amazon und so weiter verfolgen das Online-Verhalten der User und sagen es voraus. Kurios, denn eigentlich hatten sich Diktaturen weltweit immer vor dem Internet gefürchtet. Denn klar, darüber können sich die Bürger informieren und sich zusammentun. Doch China nutzt Big Data jetzt eben für die eigenen Zwecke und will mit diesen digitalen Möglichkeiten seine Bürger erziehen. Gleichzeitig geht die Regierung so auf Nummer sicher, dass das Einparteiensystem erhalten bleibt. Kritiker und Kritikerinnen vergleichen das Ganze mit Orwell und warnen eindringlich davor, dass auch andere Staaten nachziehen könnten. Und sicherlich ist es auch nur noch eine Frage der Zeit, bis die Belohnungen bzw. Bestrafungen ausgebaut werden. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden. Wenn ihr kein Video dazu und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann abonniert Klicksum auch auf Englisch. Denn auch da, also hier gibt es immer wieder Videopremieren, also hier draufklicken. Und hier geht es weiter mit A Terabyte on a Fingernail, Skymrian's Revolutionary Data Storage. Ja, bis bald, hoffentlich auch auf dem englischen Kanal. See you soon. Stay tuned.